Ja, das ist ein sehr glänzender Look, ein glowy Look. Wir haben Reflexionen auf den Augen. Es ist metallisch, es ist grau und bronze gemischt am Auge. Es ist extrem viel Mascara. Wir haben eine sehr grafische Augenbraue, die wirklich ausläuft und einem V nach außen geht, dass es ein bisschen tougher reinbringt. Und wir haben ganz schön frische, kräftige aprikotfarbene Lippen mit ganz viel Gloss drauf, dass es wirklich gelackt aussieht. Die Grundidee ist Sunshine. Es soll den Ibiza-Style ein wenig aus den 80er Jahren beschreiben. Es ist sehr slick, kopfanliegend unten und dann ein Pferdeschwanz, der dann eigentlich die Farbe des Bandes von den Kleidern enthält. Also das wird dann übertragen und oben sehr viel Struktur, dass wir dann wirklich eine richtige Form oben bekommen. Ja, das Motto der Show diesmal ist Personal Sunshine. Da beziehe ich mich eigentlich auf eine Kollektion, die ich vor 3 Saisons gemacht habe, die hieß Urban Nomads. Da ging es darum, wie Leute heutzutage in Großstädten und Städten leben, eben, dass wir sehr flexibel sind, immer vernetzt sind, immer on the run, zum Teil in Jobs arbeiten, die es vor 20 Jahren gar nicht gab. Manche Leute müssen 2 Jobs arbeiten. Und bei Personal Sunshine beschäftige ich mich damit, wie diese Menschen sich innerlich jetzt fühlen. Ich denke, durch die Krise hat sich sehr, sehr viel getan und dass viele Menschen sich wieder auf das besinnen, was wirklich wichtig ist, und das sind Sachen wie wahre Freunde statt eben 700 Facebook-Freunden oder eben Family oder familienähnliche Verbände. Ich habe ja immer ein ungewöhnliches Casting. Ich hatte ja auch schon Models, die weit über 60 waren. Ich hatte jemanden mit der Behinderung, nämlich Mario Galla. Und ich habe auch oft farbige Models oder Leute mit Migrationshintergrund. Ich habe ja ein bisschen anderen Begriff von Schönheit als viele meiner Kollegen. Und ich fand eben, das ultimative Symbol für Personal Sunshine ist eben eine Frau, die schwanger ist und eben Leben mit sich rumträgt. Ich finde, es gibt kein besseres Symbol dafür.